Okay. Was genau haben wir da jetzt gerade gesehen? Ja, fängt schon mal gut an hier. Was zum... Major fluctuations can now be observed in D503's physiological data. Okay. The results of the psychological evaluation were so troubling. Ihr habt da nicht mal angefangen. Oh. D503 was able to break away from the Foundation's control. War da hinter nicht eigentlich das Bett? He has seen the test results of other OT personnel were analyzed at SCP-7457. That's right. None of the Level D personnel at SCP-7457 have ever been able to leave this desert. Jetzt einfach wegfahren oder wie? What the fuck? Warum sind hier auf einmal Gebäude? Echt? Was denn? Weglaufen? Humans often believe that their fate is in their own hands. That all choices come from their own free will. They don't realize that we humans form only a small part of this world. Out there, in the unknown world, we are as insignificant as a grain of sand in this vast desert. This is where D503's instincts led him. Ja, jetzt passiert vermutlich genau das, was ich vermutet habe. Ja. Und es wiederholt sich. Warum die Kabel? Warum die Telefonzelle? Participant D722 found the radar that had belonged to D503. The radar was 31 miles away from the waste treatment facility. All the data we have came from this radar. People entering SCP-7457 will suffer varying degrees of psychological stress within an acute period. It manifests
has a range of neurological and mental disorders, as well as severe and unexplained hallucinations. So far, not one participant has left the desert unscathed. The Foundation has tested 31 level D personnel in an area spanning 2,267 square miles. Our testing continues. When you work for the Foundation, you will face various anomalies. Some can kill you, some may drive you crazy, and some will make you feel that living is worse than death. Let this be very clear. SCP-7457 is just a taste of what you will face in the future. Before joining the Foundation, you were all leaders in your respective fields and industries. Researchers, special forces, FBI agents, national security experts. Well, SCP does not care how smart you are, how accomplished you are. It doesn't matter to them how many doctorates and titles you have. You are no different from helpless ants when confronted with these anomalies. Remember this. It is the most important advice you will receive. Do not take risks. You will die. You are not as special as you think you are. If you encounter an anomaly, put your pride and curiosity aside. Run, because that's the only thing you can do. God won't protect you here. Welcome to the Foundation, rookies. I'm Dr. Raymond Hamm, and this ends the first class of our employee induction program. Ja, ich würde sagen, das ist eine klare Ansage. Aber finde ich besser, als wenn Leute durch die Blume reden. Okay, nicht einen Kommentar hinterlassen. Das auf jeden Fall. Die Verbindung war stabil. Ja, ja, ich wurde rechtzeitig informiert. Ja. Sonst hier ganz, ich fühle eigentlich gar nichts. Gut, so wird mir gerade, dass ich mich, was? Streng an die Regen halten musste, aber sonst ein. Nee, das machen wir nicht. Was? Ich habe nur einen. Ja. Bleiben wir mal bei dem. Gut. Das war's. Geht's jetzt mit den Chatten wieder weiter? Okay. Schmerztablette? Warum denn? Naja. Okay. Ich bin mal gespannt, was noch so alles kommt. Was und? Na gut. Was? Absolut, des Monats wird Blackmore Pizzan. Schauen in den nordamerikanischen Gebiet serviert. SCP-1265. Ich habe da oben auf den Text geguckt. Die letzte Stunde war eine einzige Qual. Mir ist unbegreiflich, wie die anderen das ausgehalten haben. Ich habe die Trainingseinheit vermasselt. Warum denn? Bin von einer Klippe gesprungen, ins eiskalte Wasser gefallen und fast erstickt. Mir ist unbegreiflich, wie ich mich an irgendetwas davon erinnern kann, dass ich keine Erinnerung daran habe, jemals an Klippen oder Wasserfällen gewesen zu sein. Aber es war alles so real. Mir liegt es selbst jetzt noch der wohlige Geschmack des Flusswassers im Mund. Aber das ist jedenfalls mein erster Tag bei der Foundation. Ich muss in die Kantine gehen und mir etwas zu essen holen. Vielleicht wird es mit dem Bauch dann auch besser gehen. Oh, Essen ist immer gut. Darf ich da wirklich hingehen? Mann, ich konnte nicht wirklich hingehen. So ein Beschiss. Ausbildung. Naja, okay, das sind die Standorte von vorher. Machen wir mal 66.
Forschungsergebnisse zur organischen Abnormalität. Untersuchungen haben ergeben, dass sich die Maximumstrafrate der Feldfrüchte und der Stoffwechselrate der Menschen, die sich im Einflussbereich von SCP-5 befinden, signifikant erhöht haben. Dieses Ergebnis hilft vielleicht dabei, dessen Quelle ausfindig zu machen. Okay. Ah, Arbeitsverteilung. Und wir? Stunde 2. Entspannungsstation. Ah, ich fühle mich viel besser, Direktor Auer. Ich bin bereit für eine neue Aufgabe. Ja. Unser erster Auftrag. Kontrolliere die Aktensammlung und ordne sie gemäß, denn du solltest die bevorstehende Aufgabe nicht unterschätzen. Geh und beende sie. Okay. Klingt langweilig. Ah, das hängt eben auch mit MIT. Strengen die Regeln. Aber ja, okay. Wie viel falsch kann man da machen? Haha, Rick and Morty. Gut, Datei. Oh, endlich mal was anderes. Geben Sie die Dateninformation im Untersuchungsbericht in das richtige Dateisystem ein. Passt, bedienen Sie und klicken Sie auf den rot unterstrichenen Text. Nach dem Klicken wird der Datenziehereffekt aktiviert. Ziehen Sie in den rechten Datenbereich. Klicken Sie wieder auf die linke Schaltfläche, um die Daten freizugeben. Okay. I'm Agent Q from the Accident Investigation Department. Containment breach occurred at Pony Station and contact with the Foundation has been lost. Agent Bella Lawrence was given orders to enter Pony Station and retrieve the black box. Following is a transcript of the interview with Bella Lawrence. Blood pressure of 175 over 110. Experiencing mild convulsions. Administer 5 milligrams of metoprolol to help control blood pressure. Bella? Bella? The drugs seem to be taking effect. Go ahead and ask questions. I can't be certain how long she'll stay awake for. Where's the black box, Sparrow? Three days ago, you were tasked with investigating the situation at Site 74, Pony Station. You were assigned to retrieve the black box. Now, out with it. Where is the black box? I brought it back. I brought the black box back. Don't lie to us. You never brought it back. No, that's impossible. I remember. I completed my assigned task. I swear. I shit my head. All right, here now. This isn't an interrogation. We are not here to lay blame or point any fingers. Bella, I'm terribly sorry to have to bother you in such a state, but it is critical that we find that black box. We need to know what happened at Pony Station. My memory's a mess at the moment. That's fine.
we'll take it slowly, step by step. Why don't we start from the moment you received your mission? Tell us what you remember. I'll try. That night. Currently heading to mission site, Site 74, Pony Station. We'll arrive in about 3 minutes. Very good, Sparrow. It's been 48 hours since the Foundation lost contact with Pony Station. SCP-701 experiments there have been ongoing. We have reason to suspect a containment breach. What is my mission? According to Foundation Security Regulation 709S, each site must have a black box placed in a secure area to assist in identifying the cause of an accident, should one occur. Your task is to investigate the situation and retrieve the black box. Black box? Got it. Und was mit dem SCP? Okay. I've arrived. Okay, also wir bleiben einfach mal hier auf der Straße so stehen. Ist ja überhaupt nicht auffällig. Umschalttaste zum Rennen. Okay. I'm able to observe the mission site from here, but it doesn't seem like one of the Foundation's secure facilities. Pony Station, officially known as Site 74, was originally a hydroelectric power station. After it was abandoned, the Foundation repurposed it as one of their sites. Initially, it was used only to contain a few safe-level anomalies, but recently it's also taken over SCP-701. I don't know all the details. We won't know the truth until you retrieve the black box. Got it. I'll complete the task as instructed and retrieve the black box. Zu einem bestimmten Bereichsmessung in Echtzeit berechnen kann, inwiefern die Realität verändert wird. Okay. Was ist das? Quantenrealitätsanker, ein Gerät, um das Humniveau in seiner unmittelbaren Umgebung zu stabilisieren kann. Eine der effektivsten Waffen gegen Realitätsverzerrung, da der Anker das Niveau der geistigen... Okay. Y 60 Minuten je initiierter Blocker kann bei Realitätsverzerrung initiiert werden, um Anomalien, die über Neutronen übertragen werden, abzublocken. Und dadurch kurzzeitig die Realitätswahrnehmung wiederherzustellen. Und das ist die Blackbox. Im Polaroid-Foto aus dem schwarzen Kasten zu sehen ist. Also irgendjemand ist nur hierher gekommen und hat die Kiste hier da lassen damit. Oder ist auch schon eingebrochen. Wer weiß das schon? Gibt es echt keine offizielle Straße hier rein? So, offiziell, ne? Also. I just entered Pony Station. Retrieve the black box from the lab. Room 705. The elevator. 7th floor. Sparrow. Must. What's that? Bald Eagle. You're cutting out. Was muss ich machen? This is out of the safe range. I'll place a reality anchor. Wie mache ich das? Oh. Okay. Now let's find that elevator. Ja, gut. Lass mal umsehen hier. Whoa! Verdammte Scheiße! Vielleicht sollte ich nicht jeden Scheiß hier aufmachen. Was war das? Eine 25 Cent Münze. Okay. Was haben wir hier? Dienstvorschriften. Alle Mitarbeiter im Dienst dürfen nicht vorzeitig gehen. Das Heimheim von der Arbeit ist streng verboten. Mitarbeiter, die aufgrund besonderer Umstände nicht zu ihrem Dienst ausüben können, müssen sich umgehen mit den jeweiligen Standort direkt in Verbindung setzen. Alle Mitarbeiter müssen sich strikt an die vorgeschriebenen Richtlinien und Vorschriften bezüglich des Suchens ziehen. Also der Standard bla bla. Im Blumentopf im Foyer liegt ein Ersatzschlüssel für Raum 101. Nach Gebrauch bitte an dessen ursprünglichen Ort zurücklegen. Also da war doch nur die Münze. Naja, okay. Tagebuch. Heute habe ich Dr. George Thompsons Forschungsnotizen für SCP-701 gelesen.
mein Gott, er hat die ganze Zeit Schimpansen als Vergleichsgruppe eingesetzt. Was hat er sich dabei gedacht? Wusste nicht, womit er es hier zu tun hat? Schöner Schlamassel. Jetzt verstehe ich, warum die Foundation ihn von Police Station abgezogen und mir seinen Posten gegeben hat. Seine Versuche sind in die falsche Richtung gelaufen, komplett vom Kurs abgewichen. SCP-71 wird großes Potenzial. Ich werde eine neue Untersuchungsmethode verwenden. Effizient, schnell und ohne Schnickschnack. Morgen beginnen wir mit der Arbeit. Okay. Tyler Cooper. I've heard of this guy. A bit of an eccentric and a thrill seeker. Mhm. Also hier ist soweit noch alles normal. Wobei normal. Nehmen wir jetzt zurück mit der normalen. Kann ich hier rausgucken? Nee. Warum macht man das hier drin? Ja, also ich würde sagen, wir machen kein Let's Play draus. Das ist ein angezockt, jetzt haben wir es gesehen. Jetzt habe ich mich schon dazu committed. Ah. Naja, oder auch nicht. Abspielen. All the plans, including the project schedule that follows, have been disrupted. The actors of the whole site is theirs. They managed to procure a goddamn script from God knows where, and they've taken over my laboratory accordingly. And Dr. Cooper, whatever his name is, in particular, he puts on airs every time the operation starts as if everyone should listen to him. Who does he think he is? I have to let him know who's the boss around here. Okay. Standard 74, Grüße. Okay. Ja, also sonst ist hier nichts. Wir mal. Okay, da geht's nicht weiter. Also hier kann ich nichts mehr machen. Auch nichts in der Sonne ist hier. Ah, da. Wait a moment. Waren die vorher schon da? Ersatzschlüssel. Okay. Ich glaube, ich sollte mal die Umgebung genauer beobachten. Mhm. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen. Das war doch vorher noch nicht, oder? Das war doch vor dir. Hm. Okay. Ganz normale Installationen hier. Ja, das ist SCP, was das hier macht. Ja. Eigentlich wäre das schon cool, sowas mal in echt zu sehen. Im Betrieb. Das ist schon fette Turbinen. Ja, SCP spielt mit mir. Warum ist auch Exit hier unten, ne? Da auch. Okay, hier muss ich nichts machen. Yay, Ratten. Ich bin wenigstens nicht alleine. Ich hätte aber auch nichts gegen den Partner, der mit mir hier reingeht. Mal die Tür überprüfen. Die Tür kann ich nicht. Scheiß Puppe. Okay.
Soll ich es erstmal da nachsehen? Ja, da sind diese zwei Kollegen hier. Da geht es auch nochmal weiter. Gut. Ich bin überhaupt nicht nervös oder paranoid, dass hinter mir was ist. Was haben wir denn hier? Beschaffungsliste, Lieferant, Fremdes, Kaufhaus, Käufer, Abraham, Wasserkraftwerk, Menge, Multimeter. Ja, okay. Einfach nur eine Einkaufsliste. So klingen keine Server. Aber okay. Und wenn sie so klingen, dann. Jetzt hier nochmal eins weiter? Nee. Dann würde ich sagen, brauchen sie mal ein bisschen Service. Also immer noch alles wie vorher. Soll ich die mal anleuchten mit der Taschenlampe? Ja, sind einfach nur Holzpuppen. Fürs Erste. Hm. This must be the elevator. To the seventh floor, then. Nee, noch nicht. Erstmal umschauen. Einsammeln. King we served. I serve my king with my blood. Okay. Sacrifice of sin. What's this? Some kind of poem? Ah, my head. Ah. Hat mir da nicht was zum. Ja, ich drück doch E. Holy shit. I'm very familiar with cognito hazards. I've been trained to deal with them. This wasn't anything like that. I couldn't breathe. It was like there was a knot tied around my throat. I was weightless, hanging, gasping. No matter how much I struggled, nothing helped. That does sound terrifying. But perhaps it was just a nightmare, though. No. We wake up from nightmares, not from this. Okay. Na, bleib mal falsch. Are you kidding me? Ich dachte mir schon, dass wir hier nicht ganz runterfahren. Uff. Okay. Die schon wieder. Ich glaube, nach dem Spiel hasse ich diese Holzpuppen. Müssen wir das machen? Warum ist Exit immer hier unten? So dumm. Erstmal umsehen. Na, na klar, sie sind wieder weg. What the? Nehmen da mal die Treppe. It's locked. War klar. Dann nehme ich halt nicht die Treppe.
Mhm. Und Dach. Ja, ich glaube, die sind alle hier durchgedreht. Was, Herzog Sortino? Die Fesseln des Schicksals winden sich wie eine giftige Schlange. Nicht nur hinter mir sind sie her, auch hinter euch. Gonzola, der Fluch des Todes dient immer als Grund zur Panik. Petruzio, öffne diesen wichtigen Tor aus den Augen. Tote können nicht sprechen. Petruzio vergrößert die Schlinge und zog sie um Sortinos Hals. Sortino verriet der Thronräuber. Hä? Okay. Ich hasse mich jetzt schon. Kann ich mich selber sehen? Nein, natürlich nicht. Will ich da rein? Ich werde vermutlich müssen. Isabella, wir würden alle Lügen der Monarchie aufgeschrieben. Der Schreiber werde für unser Leben um den Schlaf gebracht und stürbe schnell vor Langeweile. Sophia, bitte, das Kaiserin, Herr Antonio ist hier. Was? Mit der eine Fremde, der Sohn? Warum kommt er, um mich im Kloster zu besuchen? Um mir mein prachtvolles Kleid und bereite ein Glas mit vergiftetem Wein vor. Okay. Sophia, genau. Isabella, welche traurige Wahrheit, dass die Geschichte der Lügen heute einmal mehr meinen Namen enthalten soll. Und der Märtyrer dieses Komplotts kein geringerer als mein eigen Fleisch und Blut ist. What the fuck? Aber ich möchte Baldur's Gate spielen. Da habe ich jetzt gerade irgendwie mega Lust dazu. Zur Zeit der Aufnahme nämlich hier. Aber ist noch nicht fertig gespielt. Ja. Na, fall mal durch. This Cognito Hazard. Could it have something to do with SCP-701? Nein, überhaupt nicht. The situation here is much more serious than I expected. Kann ich da jetzt einfach hier runter? Was haben wir denn hier? Frau Irene Marble, Frau Lisa, ehemaliger Assistent von Dr. Tyler Cooper, wurde vor kurzem aufgrund ihrer Weigerung eine Anweisung von Dr. Cooper Folge zu leisten zurückgestuft. Am 16. wurde ihr eine amnestische Erlösung der Klasse A einziert und sie wurde vom Standort weggeschickt. Die Standortverwaltung hat sich auf Anweisung von Dr. Cooper persönlich dazu entschlossen, sie zum leitenden Experimentassistenten zu befördern und den Posten wieder zu besetzen. Ja, die Vorstellungsgespräche und die Autorisierungssitzung waren heute um 13.30 Uhr in Raum 711 durchgeführt. Bitte seien Sie vorbereitet. Von verschlossen. Das war's. Okay. Hallo auch. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist ein Theaterstück. Besonders in der Handlung Gonzalo Antonio, Szene, Kloster, Gastos, Beschreibung, um die Wahrheit zu vertuschen, veranlasst Gonzalo die Verhaftung der drei Männer, die das Geständnis der Königin bezeugen können, und lässt die Königin im Kloster einsperren. Anschließend trifft sich Gonzalo im Geheimen mit Botschafter Alagara. Als Antonio von der Inhaftierung der Königin erfährt, beginnt er mit den Vorbereitungen für seinen Racheakt. Ich hasse sowas. Ich glaube, jetzt hat das neue Ding, was ich am meisten hasse. Das ist eine Leiter. Warum sollte ich hier rauf?
Grundgriff. Am 19. Dezember Ortszeit erbracht in Folge eines XXX Massenvorfalls, in dem mehr Schüler und Schülerinnen in der Aula der Pesester High School verwickelt waren, eine große Schlägerei und Tumulte aus. Laut Berichten spielte sich der Vorfall in der Aula während ab, wobei alle Teilnehmenden wurden. Dies wiederum veranlasste das Publikum abseits der Bühne, sich gegenseitig anzugreifen, wobei 13 Personen starben und 27 weitere verletzt wurden. Der Grund für den Vorfall ist zum aktuellen Zeitpunkt unbekannt. Da kommt es erst jetzt drauf, dass das das Archiv ist. Ja, was genau einsammeln? Ach, noch ein Skript. Gonzalo hat den Augenzeugen ermordet und den königlichen Küchenmeister befohlen, aus dessen Leib einen Eintopf zu kochen. Okay. Die Tochter des Zeugen, Alinda, wurde anschließend ins Kloster gebracht. Antonia und seine Knappe betreten das Kloster, um der Königin entgegenzutreten. Dieser versucht, Antonia zu töten, aber Antonia erkennt ihre Absichten frühzeitig und lässt sie den Preis dafür zahlen. Am Verlassen des Klosters treffen Antonia und sein Knappe auf die eingesperrte Alinda. Ich hasse euch. Ja. Bitte fang nicht an zu laufen. So, noch mehr Akten. Was ist das? Ah! Das ist für das eine andere Ding da. Ethiken und Bilder umzuschalten. Okay. Was auch immer mir das sagen soll. Na, stehen wir jetzt anders da? Ach, jetzt sind wir wieder weg. Okay. Wie sagst du? Ah, warte mal, da ist ja noch was zum Öffnen. Nix drin. Mach keinen Scheiß, gell? Ich sag's dir. Also, wo genau? Noch weiter? Ich würde mal sagen, das passt, hä? So einigermaßen. Tschüss. Viel Spaß im Archiv. Sind nicht sofort eine komplette Sondereinheit, die reingeht. Tagebuch. Am Anfang hatte das Personal vor Ort Vorbehalte, an diesem Projekt teilzunehmen. Nachdem einige Dokumente zur SCP-701 an Freiwillige verteilt wurden, verbreiteten sie sich schnell innerhalb der Belegschaft und die Zahl der Interessenten stieg plötzlich an. Grafinte habe ich noch nicht gefunden, aber es ist offensichtlich ein gutes Omen. Jetzt habe ich die gesamte Station für die Versuche gewonnen. Wirklich alle. Hiermit kann ich mich beweisen. Ich werde alles aus der Chance herausholen. Ich frage mich, ob ich mein SCP-Wiki nachlesen sollte, was 701 ist und macht. Dr. Cooper braucht so viele Volunteers. Und was auf Erde ist das SCP-701? Andererseits, wenn ich jetzt im Wiki nachschaue, will ich irgendwie selber spoilern. Auf jeden Fall irgend so Psycho-SCP. Was die Realität verändert. Ich schaue nicht nach hinten. Finally, luck is on my side. This ought to get me to the seventh floor. Warte mal, war das nicht auch ein SCP, wo du so ewig lang die Treppen nach unten gehst?
Ach nee, war ein Horrorspiel, glaube ich. Das hängt ein Probenhinweis. Warum haben die da Notizen zu einem Theaterstück? Haben die nicht gearbeitet oder was? 6F. Hm, will ich überhaupt noch 7? Und ist diese... toll. Aha. The way out of here might have something to do with these clocks. Aber was genau? Vielleicht nur so weit? 5F. Okay, jetzt ist 11. Ich mach das mal immer bis zum Gong. Jetzt ist es blau. Wieder 4F. Okay. Okay. Warum ruckelt es jetzt hier? Ja. Ah. Kann man vielleicht in der Nähe von dem Ding bleiben, damit hier kein Scheiß passiert? Okay. Ja, ich würde sagen, warum? Hä? Okay. Hm. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.